Hallo zusammen and welcome to a new episode of Deutsch Dave. The Deutsch Dave show on this channel is actually meant to be a German listening practice, listening experience even, I don't know. Because I'm gonna speak and I'm gonna tell you something in German with German subtitles, not with English ones, because this is for more advanced learners, so to speak. You can pretty much test and check how much you understand of what I'm saying in German and, well, maybe you also learn some new context and some new words, how they work. I think this is a pretty cool idea, a pretty neat one, especially for advanced learners. But obviously, if you're a beginner and you want to just hear someone talking German, for whatever reason, because you like the sound of the language or whatever. And today I'm gonna talk about a pretty cool thing that I always like to do every now and then, going to concerts, attending a gig, a concert. So let's talk about that in German. Am 6. März 2018 bin ich zu einem Stephen Wilson Konzert gefahren. Das war insgesamt schon mein drittes Stephen Wilson Konzert und auch dieses hier hat mir wirklich sehr gut gefallen. Er war der Frontmann der Band Porcupine Tree, die ich im Jahr 2009 mit ihrem letzten Album The Incident kennengelernt habe. Leider ist die Band mittlerweile inaktiv, aber Stephen Wilson veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Solo-Alben und die sind wirklich auch sehr, sehr geil, wenn man auf gut gemachten Rock und gut gemachten Progressive-Rock steht. Leider habe ich es nicht mehr geschafft, Porcupine Tree live zu sehen, das ist nach wie vor ein großer Wunsch meinerseits, neben dem Wunsch, dass sie irgendwann mal wieder Musik machen, aber wer weiß, was die Zukunft so bringt. Jedenfalls habe ich vor einigen Jahren auch meinen Vater mit Stephen Wilson und Porcupine Tree angesteckt, denn er mag auch sehr gerne Progressive Rock. In seiner Jugend hat er zum Beispiel gerne Jethro Tull oder Pink Floyd gehört. Am 6. März sind wir also nach Essen gefahren, denn dort hat das Konzert stattgefunden. Das Konzert hat im Kolosseum-Theater stattgefunden, wo etwa 1400 Personen Platz finden. Bevor Stephen Wilson mit seiner Band auf die Bühne kam, hat Donna Zett noch einen kleinen Auftritt gespielt. Wer mal in ihre Musik reinhören möchte, dem kann ich High on Desire empfehlen. Das ist ein wirklich schönes Lied. Einen Link zu diesem Ohrwurm findet ihr auch in der Videobeschreibung. Um ca. 20 Uhr kam dann Stephen Wilson auf die Bühne und hat das Konzert begonnen. Das Konzert war vor allem geprägt durch das neue Album To The Bone, was sehr durch 80er-Jahre-Popmusik wie die von Peter Gabriel oder Kate Bush oder Tears for Fears und anderen Künstlern geprägt ist. Was mir ungeachtet dessen aber an allen Konzerten von Stephen Wilson bisher sehr gut gefallen hat, ist, dass er sich wirklich Gedanken macht, wie man ein Konzert interessant und auch qualitativ hochwertig gestalten kann. Zum Beispiel benutzt er immer Quadrophonie, das heißt, man hört Musik vorne von der Bühne, aber auch hinter sich durch Lautsprecher, die am anderen Ende der Halle angebracht sind. Außerdem arbeitet er viel mit Videowänden, mit eingespielten Videos, mit Leinwänden, auf die etwas projiziert werden kann und so weiter und so fort. Da muss ich wirklich sagen, Hut ab! Manche Lieder auf dem neuen Album singt er zusammen mit der israelischen Sängerin Ninette Tayeb, aber da sie natürlich nicht bei jedem Auftritt dabei sein kann, wird sie manchmal auf die semi-transparente Leinwand projiziert, zum Beispiel beim neuen Lied Pariah. Zwischen manchen Songs spricht Stephen auch gerne mit dem Publikum und erklärt zum Beispiel die Inspiration zu gewissen Liedern, wie zum Beispiel zu dem durchaus umstrittenen Lied Permanating, denn die meiste Musik, die man von Stephen Wilson so kennt, ist eher ein bisschen melancholisch oder träumerisch, könnte man fast sagen. Oh,
Das Lied Permanating hingegen klingt sehr fröhlich und auch sehr nach ABBA, wie ich finde. Was mir aber besonders bei diesem Konzert sehr gut gefallen hat, ist, dass er auch einige ältere Stücke von Porcupine Tree gespielt hat. Durch ein paar YouTube-Videos wusste ich schon, dass er zum Beispiel den Porcupine Tree-Klassiker Arriving Somewhere But Not Here teilweise spielt. An diesem Abend habe ich leider Pech gehabt. Ich hätte mich sehr gefreut, dieses Lied dort zu hören. Aber da es schon die zweite Nacht, der zweite Auftritt sozusagen in Essen war, hat er sich wahrscheinlich entschieden, an diesem Abend ein paar andere Lieder zu spielen, was ich auch gut nachvollziehen kann. Dafür wurde ich aber mit einem anderen Lied überrascht, mit dem ich nicht gerechnet hätte, und zwar The Sound of Music, was auch eins meiner Lieblingslieder von Porcupine Tree ist. Ein kleines Manko bei diesem Konzert war allerdings die teilweise doch sehr hohe Lautstärke, die an manchen Stellen zu einer gewissen Übersteuerung geführt hat, und das klang dann hier und da ein bisschen unangenehm. Das war allerdings zum Glück nicht die ganze Zeit der Fall, sodass ich das auch ganz gut verschmerzen konnte. Davon mal abgesehen hat meinem Vater und mir das Konzert aber wirklich sehr gut gefallen, und wir werden bestimmt auch noch zu weiteren Konzerten von Steven Wilson in der Zukunft gehen. Falls ihr Rockmusik mögt, dann hört euch auf jeden Fall etwas von Porcupine Tree an. Auch zu dieser Band und zu Steven Wilson findet ihr natürlich einige Lieder in der Videobeschreibung verlinkt. Alright, that was today's episode of Deutsch Dave. I hope you enjoyed this. Have you listened to Steven Wilson's music before? Like his solo stuff or his Porcupine Tree music? Tell me in the comments, I would really like to know that. It's really, really good music. Whether it's his solo stuff or his music with Porcupine Tree, which might be a bit more accessible to start with, actually. Anyway, thanks for watching, I'm your Vlog Dave. Tschüss und bis zum nächsten Mal.